Dann schauen wir mal. Das lese ich jetzt aber nicht vor, ne? Das ist hoffentlich bewusst. Dann habe ich wieder Flusen am Mund. Ich bin froh, wenn ich hier heile rauskomme. Oh nein, das muss ich tatsächlich lesen. Warum gibt es dafür eine Szene? Okay. Hallo, du bist kein Student in unserer Akademie, oder? Nein, du siehst aus, als wärst du schon weit rumgekommen. Ah, ich hab's. Sicher bist du eine neue Klauberin von der Gilde. Herzlich willkommen im Sammlerkolleg. Mein Name ist Qui Aliafon. Eine kurze Einführung gefällig? Nein! Das Sammlerkolleg dient den Studenten und Lehrkräften der Magieakademie als Materiallager für die Forschung. Wer etwas braucht, wendet sich an mich. Ich schaue danach, ob wir es auf Lager haben. Und bitte ansonsten meine Klauber es zu besorgen. Ach du Gott. Was ziemlich oft der Fall ist, denn du kannst dir sicher vorstellen, dass die Materialwünsche an einer Magieakademie recht, nun ja, außergewöhnlich ausfallen können. Ja. Yeah. Ich freue mich daher, dass du uns helfen willst. Wirklich ausgesprochen nett von dir. Eigentlich wollte ich nur Informationen zum Rektor aufklauben. Hi. Rektor, dann bist du also keine Klauberin? Nein. Oh, wie peinlich. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Der Rektor ist mir heute in der Tat schon begegnet. Er meinte, er würde im Schöpferkolleg nach dem Rechten sehen. Es liegt genau gegenüber vom Sammlerkolleg. Vom Eingang her betrachtet stellst du wie eine riesige Werkstatt vor, die alle Studenten offen steht mit tollen Geräten, die man aus eigener Tasche nie leisten könnte. Vermutlich wirst du den Rektor dort nicht mehr erwischen, aber vielleicht weiß ja jemand von den Studenten, wo er hingegangen ist. Viel Glück bei deiner Suche. Ja, okay. Was ist das? Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Nee. Der Rektor, ja, der war bis... achso, ja, der war bis gerade noch hier. Okay, ich brauche jetzt nicht mehr diesen. Das ist keine Szene. Den lese ich, das andere lese ich nicht. Nee, nee, nee. Damit fangen wir gar nicht erst an. Da. Mensch, ich sehe auch mein College von innen. Nein. Nanu, warst du nicht einer der Gäste von Baldesions Gelehrten? Ja. Hi. Ah, ihr seid ihr also, Rektor Montichain. Wir hatten noch gar nicht die Gelegenheit, uns für euren Beistand bei der Ratssitzung zu bedanken. Das wollen wir hiermit schleunigst nachholen. Oh, ihr seid auch alle da. Ein ganz schöner Trubel war das, nicht wahr? Wirklich unverzeihlich. Nö, alles gut. Zum Glück ließ sich die Sache ohne großes Nachspiel bereinigen. Ich war schon immer der Meinung, dass Neugier beflügelt und nicht beschnitten werden soll. Wir sind euch wirklich überaus dankbar. Auch dafür, dass ihr im Anschluss die Mühen auf euch genommen habt, Baldesions Gelehrten einen Besuch abzustatten. Es tut mir leid, dass wir euch nicht empfangen konnten. Aber nicht doch. Ich wollte unbedingt erfahren, wie es den Enkeln von Galouf und Louisois ergangen ist. Doch wie es scheint, habe ich euch knapp verpasst. Oha. Ja, knapp trifft's. Ihr habt euch wirklich sehr gemausert. Eure Großväter wären stolz auf euch. Selbst ich konnte bei der Ratssitzung die Tränen der Rührung kaum zurückhalten. Ich.
Du hast es sicher nicht immer leicht mit dieser Rasselbahn. Nein. Von Matoyas Schülerin gar nicht erst zu reden. Nein. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Danke. Vielleicht könntest du unseren Studenten ja bei Gelegenheit ein Seminar in Gruppendynamik und Führungsstrategien geben. No way. No way. Nein. Vergiss es. Stell mich da nicht von hin. Ich bin schüchtern. Zeit, dass ich das Gespräch in eine andere Richtung lenken muss, Herr Rektor. Doch wir haben eine dringliche Bitte. Wir müssen unbedingt mehr über die Absichten des Rats in Erfahrung bringen. Seht ihr euch in der Lage... Schüchtern! Leider nicht, mein Junge. So leid es mir tut. Als Ratsmitglied habe ich einen Schwur geleistet. Und selbst wenn ich wollte, ich könnte euch gar nichts erzählen. Die Aufgabe, die uns vor langer Zeit auferlegt wurde, wiegt so schwer wie die Welt. Käme sie unbedacht ans Licht, wäre große Unrast die Folge. Deswegen wurden alle, die dieses Wissen hüten, mit einem Zauber belegt. Ohne Einwilligung des Rates kann niemand es preisgeben. War das deswegen, konnte deswegen der eine aus dem Rat nichts sagen? Weil er hat sich doch dann plötzlich in den Hals gefasst, so als wenn ihn jemand würgen würde oder sonstiges. Weil wenn die unter einem Zauber spielten, dann konnte er wahrscheinlich deswegen nichts sagen. Bezüglich der Sachen. Oder? Oder sehe ich das falsch? Weiß es nicht. Sowas ist möglich? Ruf ich. Hallo? Das ist es in der Tat, mein Kind. Also gut. Ich habe schon lange keine Vorlesung mehr gehalten, doch heute scheint mir ein geeigneter Tag. Nö. Bitte, setzt euch. Muss das sein? Muss das sein? Beginnen wir mit den Grundlagen der Ätherologie. Lebewesen wie wir nutzen Äther auf dreierlei Weise. Zur Formung der Seele, zur Speicherung von Erinnerungen und was wäre wohl die dritte? Lebenskraft vielleicht? Maybe? Ganz genau. Wir wären doch eine Musterschülerin. In dieser Form ist Äther den meisten wohl am ehesten vertraut. Selbst bei den kleinsten Tätigkeiten verbrauchen wir ihn. Und mit der Nahrung nehmen wir neuen auf. Es ist ein Kreislauf von Geben und Nehmen. Ein ständiger Fluss. Die Seele hingegen ist beständig und ändert sich kaum. So wie die Erinnerungen, die mit ihr verbunden sind. Man könnte es mit folgendem Beispiel veranschaulichen. Die Seele ist ein Stück Papier und Erinnerungen sind das, was darauf geschrieben steht. Was also glaubt ihr passiert, wenn man großen Mengen von Äther ausgesetzt wird, dessen Signatur einer gewissen Erinnerung gleicht?
Wie gerne würde ich das auch können. Was geschrieben wird, wird unleserlich? Richtig. So ist es möglich, Erinnerungen und damit verbundene Handlungen zu unterdrücken. Es ist noch gar nicht lange her, dass so etwas in großem Ausmaß geschah. Weiß jemand wann? Nö. Wann? Wann war das? Bei der 7. Katastrophe. Natürlich. Die Eorzeer erinnern sich an alles, was geschah, bis Bahamut hervorbrach und die Welt mit Zerstörung überzog. Doch was direkt im Anschluss passierte, vermag niemand so recht zu sagen. Korrekt. Eine Erinnerungslücke, die zufällig, vielleicht aber auch bewusst, herbeigeführt wurde. Darüber streiten die Experten bis heute. Der Eingriff in Erinnerungen ist jedoch zu Recht tabuisiert und in Charlayan grundsätzlich verboten. Einzig dem Rat der Philosophen ist es gestattet, Verschwiegenheitszauber zu sprechen. Und selbst das nur bei der Inauguration eines neuen Mitglieds. Davon abgesehen ist die Beeinflussung des Volkes durch solcherlei Praktiken natürlich strengstens untersagt. Da, da, da. Sind derart überschriebene Erinnerungen. Ich glaube, das ist meine erste und einzige Berührung mit einem Universitätssaal. In der Universität war ich bisher noch nicht. Glaube ich. Allerdings benötigt dies eine Zustimmung von mindestens 9/10 der Mitglieder. Die Geheimnisse sind dann nicht mehr geschützt und könnten theoretisch frei geteilt werden. Das ist aber nicht gut. Ansonsten trägt man sie bis in den Sternengrund mit sich. Ich mag den. Dort werden die Seelen gereinigt. Als erstes löst sich das, was an den Erinnerungen haftet. Dann folgen die Erinnerungen selbst. Wobei es auch solche geben soll, die unlösbar in den Seelen verankert bleiben. Und was geschieht mit der gereinigten Seele? Sie löst sich auf und wird zu reinem Äther, der sich bald darauf mit anderem Äther vermischt und eine neue Seele bildet. Das ist die herrschende Lehre. Einige glauben aber auch, dass sie in die physische Welt zurückkehrt, um in einem neuen Körper wiedergeboren zu werden. Ich für meinen Teil vertrete den Standpunkt, dass beides möglich ist. Nun gut, dann kommt mal wieder raus aus dem Brunnen der Erkenntnis, in den ich euch gerade gestoßen habe. Wie will aber nicht? Ich wäre hier mit Ben.
Pudi Puff. Ich fühle mich so ein bisschen an Disney erinnert. Mit Mickey und der Zauberer, oder wie das heißt da. Erfahren habt, kann ich eurer mit ihren Besen und alles so. Aber ich will tun, was ich kann, um euren Wissensdurst dennoch zu stillen. Kraft meines Amtes als Rektor erteile ich euch hiermit die Erlaubnis, das Phänomenon zu nutzen. Phänomenon, also, okay, so wird es auch schon. Phänomenon. Werde ich mir eh nicht merken. Phänomenon. Okay. Ich werde mir den Namen nie merken können. Ich bin froh, dass ich Vitra, glaube ich, heißt der Drache. Sprechen. Was auch immer ihr zu lernen erhofft, sie wird sicher jemanden finden, der eure Interessen teilt. Ich hoffe, eure Suche nach Wissen wird von Erfolg gekrönt. Oh, ja, am Ende des Addons. Die Lache. Das ist cool. Okay. Nee. Jetzt kriege ich das erste Mal nur einen Bogen. Okay, der ist hübsch. Der Bogen ist hübsch. Bogen ist echt hübsch. Der sieht gut aus. Der gefällt mir. Nein! Ich habe die Quest vergessen anzunehmen. Ja! Oh, ich um meinen Kopf, ey. Was für eine spannende und überraschende Offenbarung, dass der Rat der Philosophen ausnahmsweise mal ganz einer Meinung war, lag also an diesem Verschwiegenheitszauber. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt noch tiefer im Mundwigans Schuld stehen, obwohl wir uns eigentlich nur bei ihm bedanken wollten. Naja, unser Ziel haben wir jedenfalls erreicht. Ich würde vorschlagen, dass wir wieder zum Annex zurückkehren. Du kannst vorher aber natürlich gerne noch mit Qualiafo sprechen, wie der Rektor vorgeschlagen hat. Sie wäre bestimmt hoch erfreut, wenn du ihr ein wenig unter die Arme greifen könntest, wo du eh schon mal hier bist. Wir klären dann in der Zwischenzeit Raha über alles auf, was wir erfahren haben. Ach, da ist es. Ach. Ah. Der eine Zauber wurde dazu. Okay, gut. Ja, ich habe mich gerade nur gewundert. Hä? Ich sollte doch auf Level 82 einen anderen, eine andere Fähigkeit kriegen. Ja, okay. Mein Mehrfachschuss ist. Mehrfachschuss hat sich ein bisschen verändert. So passe ich auf, ey. Was brauche ich, wenn ich die andere Quest da annehmen will? Was brauche ich dafür? Was muss ich gemacht haben? Ja, ja. Benötigt Handwerker, Sammler, Handwerker, okay. Auch neu gekoppelt. Das weiß ich. Das weiß ich. Warte, wo war's denn? Ich hab's schon mitgelesen, ja. Wo? Ich finde es aber cool. Ich muss gerade mal gucken. Luminoses Finale und Stoßfall gibt's doch. Ist hier viel bei dir? Ah ja, stimmt da. Ich will gerade gucken. Ja, aber nicht. Doch da. Schatten das. Das ist so cool. Ich will eine Inni laufen, tatsächlich gerade. Ich hab irgendwie gerade Bock drauf. Komm mal dahin, bitte. Dann melde ich an. Nee.
Nee. Vor allem nicht alleine. Ich habe alleine keinen Bock, ne, Dinge zu laufen. Ah nee, ich muss da rein. Ich muss ins Hinterzimmer. Hauptsache. Den Hauptsache. Noch keine Frage gescheitert. Ja gut, ich habe auch nur die eine Frage gescheitert. Die Dailies gehen ja sowieso nur, ne? Das, was man bisher alles hat. Was man schon freigeschaltet hat. Und bisher habe ich auch nur die Prüfung gemacht. Willkommen zurück. Euer Besuch der Akademie scheint ja äußerst aufschlussreich gewesen zu sein. Ich habe auch noch Kunde... Und zwar von Istola. Die Föderation und die östlichen Verbände haben nicht lange gefackelt und sich direkt auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Die Details möchte man gern persönlich mit uns besprechen. Deshalb wurden wir gebeten, mit den Seenwächtern zu Admiralsbrücke in Limsa-Lominsa zu kommen. Oh, wir müssen zurück. Dann gehen wir also in die Offensive. Vermutlich läuft es darauf hinaus, ja. Jedenfalls sehe ich keinen Grund, der dagegen spricht, spreche. Sind alle damit einverstanden, nach Limsa aufzubrechen? Dann werde ich die Seenwächter aus unserem Lager holen. Könntest du mir dabei helfen, Istinien? Was hat die eigentlich immer mit Istinien? Love interest. So, das wird alle sein. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schwer sind. Aber ich sollte mich nicht beklagen. Rytra und die Alchemisten von Ratatan haben große Mühen auf sich genommen, um uns alle diese Talismane zur Verfügung zu stellen. Passt bitte gut auf sie auf. Heißt das, du kommst nicht mit nach Limsa? Besser nicht. Die Anhörung haben wir zwar überstanden, aber der Rat der Philosophen hat weiter ein wachsames Auge auf uns. Wenn ich mich unter diesen Umständen als offizielle Repräsentantin von die uns Gelehrten mit den Anführern der Stadtstaaten treffe, könntet ihr euch ja sicher vorstellen, wie man das aufnehmen würde. Ich bleibe daher schweren Herzens hier und werde auf Nachricht von Matoya und unseren anderen Verbündeten warten. Mache ich sofort, Hybrid. Verstanden. Wir legen das Vertrauen ist voll in deine Hände. Okay. Trinke sofort. Der Rest von uns bricht mit den Seenwächtern nach Limsa auf. Los geht's. Juhu, heite Heimat, willkommen. Da 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 da. Eingelöst. Gott, voll hier. Limsa, wir kommen. Nach da hinten. Wo ist eigentlich dein Spruch? ich habe tatsächlich vergessen, meinen Sport mit reinzunehmen wieder. Nachdem ich meine Knieverletzung hatte. Beziehungsweise nachdem ich danach meine Frauenwoche hatte. Wenn ihr mich daran erinnert, ist es Sonntag wieder drin. Ihr müsst mich nur wirklich daran erinnern.
Ich hab's tatsächlich vergessen. Ich hab's vergessen, wieder mit reinzugehen. Ich hatte erst meine Knieverletzung und danach hatte ich meinen. Ne? Genug Info. Nee, ich wollte mir das Ding angucken. Mega. Aber es hat bereits Bucke. Oh, nicht wieder mehr. Ich muss auch noch selber lesen. Entschuldigung, dass wir euch extra aus Shadayan hierher rufen ließen. Dank, dass ihr unserer Bitte nachgekommen seid. Aber nicht doch, wir freuen uns sehr, dass ihr euch eure kostbare Zeit für uns erübrigen konntet. Wenn man die Wichtigkeit der Angelegenheit bedenkt, die wir heute besprechen wollen, dann wäre es wünschenswert gewesen, alle Beteiligten zu einer großen Versammlung einzuberufen. Doch die Zeit drängt, denn die Kämpfe gegen die Teleforoi und ihre Türme fordern überall ihren Tribut. So haben wir die anderen gebeten, schon einmal alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Und deshalb sind heute auch nur wir gekommen. Oh Gott. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Und es freut mich zu hören, dass die Räder schon in Bewegung sind. Doch darf ich fragen, was genau eure Vorbereitungen beinhalten? Es geht um die Seelenwächter, für die ihr so große Anstrengungen auf euch genommen habt. Sie werden der Schlüssel zum Erfolg sein und wir wollen sie bestmöglich einsetzen. Während ihr in Shadayan wart, haben die Mitglieder der Föderation und der östlichen Verbände allesamt an ihren eigenen Fronten weitergekämpft. Doch ein Ende des Unwetters ist nicht in Sicht. Auch die Stämme der Kobolde, Saegin, Ixal und Ananta, leiden zusehends unter den Entführungen. Oh Gott. All diese Gruppen sehen die Türme in ihren Herrschaftsgebieten lieber heute als morgen beseitigt. Das muss wohl nicht extra erwähnt werden. Doch sie alle sind sich auch bewusst, dass dieser Krieg nicht an einer Front allein gewonnen werden kann. Wir sitzen im selben Boot und nur gemeinsam werden wir den Sturm überdauern. Darum haben wir beschlossen, die Chance zu nutzen, die ihr uns eröffnet habt, den wir in konzentrierten Kräften auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Ich sollte langsam mal lesen. Während die einzelnen Fraktionen ihre Kämpfe gegen die Türme weiterführen, werden die besten Krieger, die wir aufbieten können, in das Herz des Feindeslandes entsandt, nach Galemalt. Es soll eine Streitmacht sein, die den gesamten Kontinent repräsentiert und frei von bloßen nationalen Interessen agieren wird. Das Ilsabad Korps. Ilsabad Korps. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie kommt ihr auf die Namen, ey? Glaubt ihr, dass in so kurzer Zeit schon so viel erreicht wurde? Das Korps wird zwei Ziele verfolgen. Erstens, die Bürger Galemalt zu retten. Wie unsere Kundschafter beobachtet haben oder in Scharmützel hautnah miterleben mussten, sind die meisten Galear zu Besessenen geworden und dienen den Teleforoi nun als willenlose Arbeitskraft oder schlimmer noch, Kanonenfutter. Kanonenfutter. Auch sind sie Opfer der finsteren Machenschaften, die unsere Welt bedrohen. Es ist unsere Pflicht, ihnen beizustehen, und zwar nicht aus strategischem oder politischem Kalkül, sondern weil es das einzig Richtige ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich mal lesen. Das mag nach vielen Jahren der Feindschaft für einige von uns die größte Herausforderung sein. Aber es ist eine Herausforderung, die wir uns stellen müssen. Sonst wird am Ende kein Dolch besser als die Teleforoi. Ja. In diesem Punkt sind wir uns sicher alle einig. Kommen wir zum zweiten Ziel, dem gewaltigen Turm, den Tancred auf seiner Erkundungsmission in der Kaiserstadt entdeckt hat. Wir wissen immer noch nicht, was die Teleforoi genau bezwecken. Die Türme sorgen allerorts für Unruhe, aber gleichzeitig nach unserem Feind momentan keine Anstalten, weiter in unserem Gebiet vorzudringen. Nee, die warten auf das Hinkommen. Was wirkt es, als wolle man uns lediglich beschäftigt halten
und unsere Kräfte auseinandertreiben, während man etwas viel Schlimmeres verbreitet. Oh ja. Oh ja. Ja, das würde auch zu dem passen, was Istolas Untersuchung der Ätherströme in der Nähe der Türme zutage gefördert hat. Gott, kann ich mehr lesen? Ich weiß nicht, wohin mir der Sammel steht, ne? Ja, das würde auch zu dem passen, was ich jetzt... Achso, das hat man gerade... Oh, hä? Ich hab's doch gedroht. Sie hat festgestellt, dass die Türme ihre Umgebung weitaus mehr Äther entziehen, als sie zu ihrer eigenen Aufrechterhaltung benötigen. Vielleicht sollte ich echt meine Inni machen. Einfach nur, um die Stimme zu schonen. Es ist davon auszugehen, dass der überschüssige Äther einem anderen Zweck dient. Was immer das ist, es wird uns vermutlich nicht gefallen. Wahrscheinlich dient das gewaltige Bauwerk in der Kaiserstadt der Steuerung ihrer Pläne. Wenn wir herausfinden, was genau es ist, können wir ihre Machenschaften zu Fall bringen, genau wie diese elenden Türme. Das ist ja alles schön und gut. Aber welche Rolle sollen wir dabei spielen? Mit der Lieferung der Seelenwächter wird unsere Arbeit ja wohl kaum getan sein, oder? Natürlich nicht. Wir möchten, dass ihr die Talismane dem Korps zur Verfügung stellt und eure Kampfkraft gleich mit. Dies ist eine gemeinsame Bitte der Eoseischen Föderation und der östlichen Verbände. Wir hoffen, ihr nehmt diese Mission an. Ich möchte in die Luft. Vielleicht solltest du das beantworten. Warum ich? Ich bin doch nicht dein Führer hier. Ich kann nicht hören. In die Luft frei. Für das galileische Volk. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Istola, Tankred und Orion G. haben ihr Einverständnis übrigens schon gegeben. Oh Gott, Punkt. Und sie sind bereits zum Sammelpunkt aufgebrochen. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl, ne? Das geht da hinten los wieder. Ich sehe auch meine Konzentration schon wieder einmal nach unten sinken. Sie meinten, ihr würdet bestimmt zu demselben Entschluss kommen. Glücklicherweise hatten sie recht. Das wird bestimmt wieder sowas wie der Endkampf von Shadowbringers. Hundertprozentig. Das wird wieder dasselbe Kokolos. Oder vielleicht eine Inni. Wenn es eine Inni ist, bin ich froh. Wenn es irgendwas ist, was ich alleine machen muss, dann heul ich. Alexa liest den Text vor. Ganz ehrlich, wenn das gehen würde, ich würde Alexa so ausnutzen. Ich würde Alexa missbrauchen dafür. Ohne Scheiß. Das Schlimmste ist, ich darf den ganzen Scheiß dann nochmal lesen, wenn ich das als Display aufnehme, ne? Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wenn jetzt, wo ich das ja auch alles nochmal aufnehme für YouTube, wie lange ich daran sitze, diese Texte zu lesen. Ich kriege maximal 3 Parts hin, wenn ich Hauptstory mache. Und danach ist Schicht im Schacht. Danach geht nichts mehr mit Lesen. Weil ich dann auch so heiser bin. Da kriege ich gar nichts mehr zustande. Ich weiß nicht, wie ist das... Im Stream geht das zwar, aber... Es ist trotzdem hart. Ich weiß, ich bin morgen stumm. Gut, frisch ist bestimmt, weil dann rede ich nicht so viel, aber... Trotzdem blöd. Aber ich will nicht aufhören. Ich will weitermachen. Süchtig. Bringt die Talismane bitte nach Alamigo. Von dort geht es gemeinsam weiter nach Isabad. Was das Schlucken und Furcht machen. Ja, noch mehr trinken kann ich nicht. Dann muss ich noch mehr aufs Klo. Und ich weiß, wie zweideutig das klingt. Von dir, Hybrid. Ja, da muss ich aber mir strullern. Raubern und Großmeister Emmerich sind für die Truppenaufstellung. Weißt du, kaum lese ich einmal Emmerich, ne? Ah, mein Schatzi. Sind für die Truppenaufstellung zuständig. Nach eurer Ankunft werdet ihr am besten zuerst bei ihnen vorstellig. Ja, ich sehe Emmerich wieder. Wenn ihr laufen willst, ich bin dabei. Sage weiter lernen. Gibt es denn Dailies, die du noch nicht gemacht hast, Luna? Außer Prüfung, das haben wir jetzt zusammen gemacht. Großmeister Emmerich. Okay.
Ihr werdet in Galamite nicht nur einen grausamen Gegner, sondern auch eine erbarmungslose Kälte trotzen müssen. Beneide euch wahrlich nicht. Alle bis auf Prüfung. Okay. Weil dann würde ich einmal entweder Stufensteigerung oder 50, 60, 70, 80 machen. Dann würde ich nämlich mit dem Reaper reingehen. Und mal den Reaper ausprobieren. Ich bin da nämlich irgendwie heiß drauf. Zumindest erstmal eine, so damit ich mal vom Lesen wegkomme. Wir werden unser Bestes tun, um den Völker Eoseas zu beschützen, bis eure Aufgabe erfüllt ist. Viel Glück, meine Freunde. Weil ich muss jetzt irgendwas, einmal ausnahmsweise was anderes machen. Ich hab so einen Sattel gerade. Kann ich mehr reden. Beziehungsweise nicht mehr lesen. Für Option. Was? Nein! Um Gott, ey, wenn du das machst, Luna, ne? Wenn du das machst, dann drück ich auf Ablehnen, wenn wir reinkommen, ne? Ohne Scheiß, Hauptszenario meine ich. Warte, Reaper. Ey, ohne Scheiß, kein Hauptszenario hier. Also entweder Stufensteigerung oder 50, 60, 70, 80. Muss. Ich sehe eine Luna auf jeden Fall. Nein, wie die hüpft. Hilft eine Luna. Hi. Hi. Ich will unbedingt mit dem Reaper spielen. Autsch. Wobei, Alter, das passt perfekt, ne? Ganz. Noch nicht mal die Spitze berührt dich. Alter, ganz, ganz knapp, ey. Ganz, ganz knapp. Warum erinnert mich das so an das Bild vorhin, was du mir geschickt hast? Irgendwie machen mir die Dinge Angst. Weil das 1:1 ist, ja. Genau deswegen. Ah, schön, ey. Wirklich schön. Zack, zack. Luna 30 mal umgebracht. Juhu. Ich hab Luna umgebracht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Warte mal, warte, 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 warte. Ich hab Luna gekillt. Ich hab Luna gekillt. Oh, okay, das sieht falsch aus. Ich hab Luna zu töten. Das tut mir doch leid, das war ein Versehen. Ich wollte mich doch nur aufwärmen. Das war doch keine böse Absicht. Okay, das ist geil. Das ist geil. Ich will die Sachen auch haben. Irgendwann mal. Tada, tada. Oh. Okay, ich habe Luna diesmal nur zweimal umgebracht, oder? Oder waren es dreimal? Also zweimal mindestens. Ach ja. Alter, jetzt ist die Liste aber voll. Mit Leuten, die drin ist. Drin sind. Drin ist. Geiles Deutsch. Alter. Leute, die Freundin von Duft ist weiter als... auf dem Platz auf der Warteliste bei der... Ja. Ich weiß. Ich sehe es. Ich habe schon vernommen. Wo geht eigentlich die Hauptquest weiter? Ah, oh, Migische Wohnviertel. Und wo geht meine Klassenquest weiter? Fahren alle an.
Ich gehe nach Hause. Was? Ich könnte dir ja rein theoretisch folgen, ne? Rein theoretisch könnte ich dir folgen. Weißt du eigentlich, dass ich bei dir immer noch Mitbewohnerin bin? Ja, das ist so gefolgt. Ich... Ich habe ja die Hoffnung, dass ich jemals... Ich habe nur noch Monte. Oh, der ist schön. Die Farmaus. Mir gefällt die Mütze. Mit den Öhrchen. Ich habe ja die Hoffnung aufgegeben bezüglich Häuser, ne? Die Hoffnung habe ich komplett aufgegeben. Ich muss hier unbedingt mal Dinge hinzufügen. Weil zumindest allgemein ein bisschen was ummodeln. Aber ich habe noch nicht mal geguckt. Ich habe gar nicht so viele Sachen, die ich da irgendwie kombinieren kann. Ich brauche noch mehr. Weißt du, ich habe so viel Schrott. Wobei ich habe ganz viel verkauft jetzt auf dem Winter. Ich habe so viel Schrott trotzdem noch. Aber irgendwie kann ich nichts davon kombinieren. Nichts davon sieht gut aus. Einfach nichts. Oh Gott. Wenn Luna sagt, ich soll ihr folgen. Arsch. Hilfe, zwei tote Katzen am Boden. Zwei tote Katzen am Boden. Zwei tote Katzen am Boden. Das ist ein Effekt von mir. Was? Echt? Stimmt! Attacke regeneriert AP durch gewisse magische Attacken. Das versucht. Wie geil ist das denn? Ist das durch den Sage? Das ist geil. Ich liebe den Sage. Erlittener Schaden ist um einen bestimmten Betrag minimiert. Also diese Dinger sind halt echt mies, ne? Ich darf dieses Vor- und Zurück darf ich nicht machen, wenn man irgendwo auf einer Plattform steht, ne? Also das Vor geht wahrscheinlich noch. Der höllische Auftritt. Der höllische Abgang. Was? Da bist du. Gott, ich liebe diese Waffe, ey. Bäh. Zeig dir jetzt mal einen richtigen Pipe. Oh, bitte nicht. Sieht geil aus. Warte mal.
Hast du mich gerade weggezogen, oder war ich das? Du hast mich gerade weggezogen, oder? So meines Ding, du. Nicht nett! Ich bin Edelzimmer! Jetzt hallo. Oh, Position auf der Warteliste 30. Ich gehe mal nicht davon aus, dass man jetzt mittlerweile hier Zimmer kriegt, oder? Ich gehe mal davon aus, dass die Zimmer immer noch alle belegt sind. Jetzt sag schon, ja, ich will nicht deprimiert sein am Ende. Ich weiß es sowieso schon. Ich kann es mir sowieso schon denken. Ich hasse mein Tipp. Ich sag ja, das Housing in Final Fantasy werde ich niemals erleben. Das werde ich niemals erleben. Das ist etwas. Nee. Nee, das passiert aber nicht. Das wird einfach nichts passieren. Ein bisschen dauern. Kann sich nur um Stunden handeln. Hey, das ist unfair!